Ja, was ist los jetzt hier? Leute. Ich dachte, wir machen ein Video. Ja. Ja, bleibst du jetzt da sitzen? So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das wird jetzt das Einführungsvideo in den Umbau von Marios Golf. Natürlich konnte es lange so nicht bleiben. Weil es soll ja nicht langweilig werden im Winter, ne? So würde ich es mal formulieren. Das wird sich jetzt über ein paar Wochen ziehen, auf jeden Fall. Und was jetzt genau alles passiert? Gute Frage. Eigentlich, um mit der Technik anzufangen, wolltest du ja gerne einen neuen Turbolader aufbauen. Genau. Der kommt allerdings erst im Januar, frühestens. Der bringt wahrscheinlich einen neuen Krümmer mit sich. Genau, das heißt, neuer Krümmer muss gebaut werden. Der Motor muss einmal geöffnet werden. Also muss nicht, aber würde sich jetzt schon anbieten. Und deswegen hast du dir jetzt gesagt, du fängst erstmal an einer ganz anderen Baustelle an. Ich habe mir gedacht, ich mache erstmal das, was ich selber kann. Genau, und klopfst erstmal den ganzen Innenraum auseinander. Ja, das war immer so eine Sache, die mich lange genervt hat. Also es gibt durchaus noch ein paar Sachen, die mich nerven, aber der Innenraum war eine davon. So, jetzt muss man dazu sagen, hinten sieht ja eigentlich alles noch ganz lecker aus. Hinten hatte ich schon mal neu lackieren lassen, bis zur B-Säule quasi. Natürlich ist weiterhin bei diesem Auto das Ziel, möglichst leicht zu werden. Genau. So, ich träume da so von 50 Kilo im Winter. Ja, oder wenn ich 8 selber schaffe, vielleicht. Oder Einsatz von Carbon. Da hatte mal das erstmal geschmunzelt. Aber jetzt sind wir ja schon wieder einen Schritt weiter und ich glaube, da gehen mal wieder ein paar Kilos. Ne? Ja, also irgendwas zwischen 30 und 40 ist sicherlich realistisch. 50. Schauen wir mal. Eigentlich hattest du den Innenraum zerlegt, weil du wolltest eigentlich nur zu unserem lieben netten Ron, Nadelwerk, Sattler. Genau. Also Himmel war ja die ganze Zeit die Baustelle. Ihr erinnert euch an die witzigen Videos, wie Anfang diesem Jahr, beziehungsweise letztem Jahr, wenn ihr das Video seht, das Schiebedach mal rausgeflogen. Und das hat dem Himmel dann endgültig einen Rest gegeben. Den finalen Rest gegeben und das war immer noch, wie bei dir damals in der Limo, der Dachumbau, halt ein Himmel mit Schiebedach. Und das war auch von unten immer nicht so ansehnlich. Das heißt eigentlich, wolltest du jetzt einen Himmel in Alcantara reinmachen? Ohne Schiebedach. Ohne Schiebedach. Genau. So, und eigentlich? Und eigentlich nur das Armaturenbrett neu beziehen. Mhm. Himmel, ja. Himmel war das Problem. Himmel konnte immer nicht raus wegen dem Käfig. Jetzt Plan für Käfig. Da wir eh zu Wichers fahren, würdest du den alten Käfig gerne 1:1 ersetzen gegen Chromo. Genau. Und da auch so um die 10 Kilo heute mal, ne? Laut deren Aussage soll das um die 10 Kilo bringen, das wäre schön, ja. Okay, das heißt, wie ihr seht, hier sind einige Baustellen. So war der Plan. Jetzt haben wir dann den Innenraum soweit zerlegt, beziehungsweise du hast den Innenraum zerlegt, ich komme in das Tor rein und habe mir irgendwie überlegt... Herr Schüchtern. irgendwie glaube ich, dass zu dem Auto vom Stil her es auch ganz geil dann doch passen würde, wenn das Ding auslackiert ist von innen. Also ich mag eigentlich keine Autos, die von innen komplett leer sind, außer bei Weiß. Also ich finde, Weiß ist die einzige Farbe, wo das geht. Weil wenn man jetzt hier hinten so reinguckt, gerade wenn das halt mit Klarlack auslackiert ist und nicht nur einfach nur Basislack, dann finde ich, würde das schon echt so mit dem einen Carbonsitz und so, würde das schon, das würde schon schäffig aussehen, ne? Genau, ich hatte halt nie Lust dazu, das weiterzutreiben, weil, ja, wie du siehst, sind da noch einige Matten drin, Bitumen drin, Lichtmasse drin. Das war der erste Herzstillstand, den ich bekommen habe. Ich kann immer noch nicht fassen, dass das Auto überhaupt so leicht war. Weil hier ist ja schon noch kiloweise das Zeug drin. Ne? Das sind ja alles hier noch Matten. Das sind alles Matten. Das ist eine fette Matte. Matte. Hier ist komplett ein Bitumenzeug noch drauf. Auch gar nicht so dünn. Genau, dahinter auch. Dahinter sogar auch noch, stimmt. Wobei, er ist halt so dünn, aber da ist was auf jeden Fall, ja. So, dann haben wir noch einige Bleche im hinteren Bereich, die du gerne rausmachen würdest. Genau. Also ich habe mich eigentlich von dem Gedanken verabschiedet, das Auto jemals wieder zurückzubauen. Deswegen würde ich mich gerne von diesem Blech verabschieden. Weil ich der Meinung bin, dass... Also da sitzt eigentlich die Rückbank drauf. Ja. Ich bin der Meinung, dass der Käfig der Karosse genug gibt. Also ich glaube nicht, dass das hier großartig eine wichtige Funktion hat. Die Gurthalter hinten, die Rückbankhalter hinten, so ein paar Sachen gibt es mit Sicherheit, die man da noch... Diese, zeig mal da hinten einmal drauf, damit die Leute wissen, worum es geht. Also hier ist die Rückbank fest. Genau. Dann haben wir noch so ein bisschen Gurtbefestigung weiter hinten. Von den Sachen würde ich mich gerne verabschieden. So, das heißt, also ich sehe hier Minimum Matten mit dem ganzen Zeug, sage ich, sind locker 3 bis 5 Kilo. Mhm.
Und Blech, sage ich, gehen auch nochmal 2,5-3 Kilo raus. Mhm. Jetzt hatte Marius natürlich immer ein Problem mit dem Dach. Du kannst ja mal von innen einmal reinfilmen. Nicht erschrecken, das sieht so aus, weil ich diese Kassette für das Schiebedach mal entfernt habe. Eigentlich fährt das Schiebedach dann hier hinten in so einen doppelten Boden rein. Den habe ich aber aus Gewichtsgründen schon rausgenommen. Und das ist halt das, wie es früher vom Band gelaufen ist. Das ist also das Ergebnis dann leider. Ah, krass, schon mal, wie auch zwischen den Trägern da tatsächlich auch ein bisschen Rost ansitzt, ne? Ja, ja, da ist das Auto gar nicht lackiert, das ist ja blank. Ja, ja. So, also Plan jetzt war dann nach kürzester Zeit, weil wenn man das jetzt schon geil macht, und ich kenne ja Marius, der wird das alles so richtig, richtig blank machen, dann würde ich einfach den ganzen Innenraum einmal weiß auslackieren. Heißt auch eventuell hier hinter schön auslackieren, dass das Ding dann von innen wirklich aussieht wie eine weiße Badewanne. Gucken wir mal. Shampoo rein, heißes Wasser rein, eine Runde gebadet. Glaube ich aber, wird stilistisch gerade nur mit einem Sitz, mit dem Shifter, mal gucken, was man noch so mit Handbremse machen kann, wird, glaube ich, schon optisch richtig brutal am Ende aussehen. Hoffentlich. Also wird natürlich nicht so ganz wenig Arbeit, aber es ist ja Winter. So, also ich glaube schon, dass das stilmäßig, das wird gut. So, bevor wir jetzt noch einmal zum Gewichten kommen und bevor du hier loslegst, weil wir kennen das Spielchen ja, alle Matten raus, Löcher zu und so weiter. Lenksäule. Genau, da werden sich jetzt einige wundern, das sieht neu aus, keine Angst, die Gewindestangen, das ist nur mal so provisorisch, um mal zu gucken, wie das so passt. Nach dem Innenraum werde ich mich an den Motorraum machen. Mich nervt das so ein bisschen, dass der so voll ist, also mich nervt die Lenkung da vorne und mich nervt also die Pumpe und die Batterie. Die Batterie träume ich eigentlich davon, die hier später hinzubauen, und die Servopumpe soll da ganz verschwinden, dass das also im Motorraum ein bisschen aufgeräumter wird. Und ja, das wird dann mit sich bringen, dass wir jetzt eine vollelektrische Lenkung aus dem Corsa C. Opel! Wieder ein Opel-Teil, genau. ja, haben mich schon einige gefragt, warum ausgerechnet die, warum ausgerechnet jetzt Opel und keine Ab oder so. Die war beim Kumpel so noch da, deswegen habe ich die jetzt erstmal genommen und die scheint da auch ganz gut reinzupassen. Das heißt, zusammengefasst, du gehst von einer hydraulischen Servolenkung auf eine vollelektrische Servolenkung. Genau. Das heißt, später ist die gesamte Servo wirklich nur noch das und du kannst ein Lenkgetriebe ohne Servo machen. Genau. Das, wenn der Motor raus ist, muss auch leider die Vorderachse einmal raus und das Lenkgetriebe getauscht werden und dann... So, wir werden auf jeden Fall jegliche Maßnahmen hier mit der Zeit durchwiegen, damit das jetzt nicht zu... Wobei ich glaube, es ist fast sogar am einfachsten, wir machen das am Ende, eine Abrechnung. Das ist dann, glaube ich, am einfachsten. Das Zeug wirst du ja eh alles so sammeln. So, und jetzt deswegen nämlich auch der blanke Innenraum, weil ich finde, wenn du dir jetzt schon den Aufwand machst, vorne den ganzen Motorraum clean zu kriegen, dann muss der Innenraum passend dazu arbeiten. Genau. Also in dem Zuge soll dann auch der Bremskraftverstärker verschwinden. Das beinhaltet dann noch einen Umbau der Pedalerie auf so eine Waagebalkenpedalerie. Die soll da denn jetzt auch noch rein. Also ich träume halt davon, dass die Seite dann leer ist. Also dass der Bremskraftverstärker, der ist jetzt ja schon locker, ganz verschwindet. Da werden dann später nur zwei kleine Behälter sein für Kupplung und Bremse. Die Lenkung soll verschwinden, die Batterie soll verschwinden und den Ausgleichsbehälter würde ich gerne noch ein bisschen weiter verstecken. Oder es gibt auch Leute, die den Ausgleichsbehälter am Motor haben. Mal gucken, dass es da auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumter wird. Das heißt, nach 300 km/h ist jetzt das nächste Ziel, nochmal bei ein paar Show- und Scheinwettbewerben nächstes Jahr noch ein paar Pokale abzugreifen. Ne? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, da werden auf jeden Fall ein paar Ideen noch kommen. Den Behälter kann man auch zur Not vielleicht irgendwie in den Wasserkasten oder so, ne? Das würde vielleicht auch sogar gehen. Ich weiß nicht, der ist ja logischerweise, muss der höchste Punkt sein oder wie ist das? Das heißt, das würde auch gehen. Ja, ja. Plus der Schlauch kann eh da dann. Ja, das wäre eh besser, theoretisch. Also der könnte dann da noch rein und dann willst du das am Ende richtig schön weiß. Genau, dann wird der Motorraum auch einmal komplett neu lackiert. Also ich werde da jetzt nicht irgendwelche Bleche einschweißen, das clean. Es gibt auch so Schein-Leute, die haben das dann so überall glatt gemacht. Das mache ich nicht. Ich mache halt nur alles zu hier, die beiden Bolzen zum Beispiel, braucht keiner mehr sowas ab. Die Dichtmasse überall ab, würde gerne die Dome einmal nachschweißen, also zumindest da, wo ich rankomme. Und dann geht es einmal zum Lackierer, der freut sich schon, dass ich wieder mit viel Mist komme. Kohlenhydratentlüftung soll da unten bleiben? Das denke ich, würde ich so lassen. Kam da eigentlich bisher irgendwas raus? Nee, da ist immer nur so ein Kondenswasser-Sudgemisch. Also das heißt, von Joel, der Deckel hier drunter, das funktioniert so gut, dass da eigentlich gar kein Öl mehr durchgeht? Öl habe ich gar keins da drin, ja. Hatte mich auch gewundert, weil da war jetzt auch zum Schluss relativ viel Ladedruck gefahren. Aber wie gesagt, meine Erfahrung war bisher leider immer, wenn er da Öl gedrückt hat, dann war es eher kaputt. Ja, kaputt, ja. Okay. Aber sonst so Kühlerpaket und so, da fasse ich jetzt im Winter nichts mehr an, da habe ich die Schnauze voll. Also, das bleibt wie es ist. Ich weiß nicht, der Lader, der ist ja glaube ich irgendwie auch breiter, meintest du ja, ne? Oder, das heißt, das muss leider eh irgendwie alles ein bisschen umgebaut werden. Ja. Was natürlich gut ist, wenn die Bremse da erstmal weg ist, hast du natürlich downpipe-mäßig, wenn sie nach unten geht, weniger Probleme. Ne? Wenn sie nach unten geht.
Aber da kommen wir später nochmal zu. Ich würde sagen, als grober Ablauf ist jetzt ja eh, du bereitest als allererstes den Innenraum vor. Genau. Bis dahin haben wir dann hoffentlich die Chromozelle auch. Genau. Und dann lügen wir uns so ein bisschen durch das Video und geben euch immer wieder einen aktuellen Stand, wo wir gewichtstechnisch jetzt gerade so stehen. Genau, dann bauen wir Motor aus. Das kommt dann im zweiten Step, genau. Ja. Gewicht war jetzt ja ungefähr, wir haben jetzt mit Lippe und allem am Ende nicht mehr gewogen, aber werden irgendwas 940 Kilo sein. Ja, also wir hatten 933 oder 936 und dann die Lippe hat, denke ich mal, so 4 Kilo, glaube ich, hatten wir sie gewogen. Mhm. Also 49. Ja, 49, 945, so irgendwo da wird der aktuell liegen. Dafür, dass Marius auf jeden Fall immer meinte, er wüsste nicht mehr, was er ausbauen soll, haben wir hier schon auf jeden Fall, komm, wir zeigen noch einmal so ein paar Sachen, die dann halt doch so noch raus können. Hier waren tatsächlich noch die ganzen Abläufe vom Schiebedach drin, links, rechts, die von oben runterkommen. Genau, Beleuchtungskabelbaum hatte ich noch drin. Beleuchtungskabelbaum, diverse Sicherungskabelbäume, Sicherung. Genau, da war schon noch ein bisschen. Und man darf auch nicht immer unterschätzen, dieses ganze Zeug wiegt halt auch was, ne? Mhm. So, B-Säulen, Abdeckung innen, Himmel, Mittelkonsole, Teppich. Ja. Teppich denken jetzt einige sind 20 Kilo, das ist nicht so. Aber das machen wir definitiv am Ende, wenn wir wissen, was wieder reinkommt. Wie war das alles einmal durch, ne? Sitzkonsole, unter dem Sitz kommt mir auch viel zu schwer vor. Da muss auf jeden Fall auch noch 1-2 Kilo gehen. So, das heißt, ich sage, am Ende reden wir hier wirklich von 50 Kilo. Also wenn er 900 glatt wiegt, bin ich schon zufrieden am Ende. Gucken wir mal, wo es hingeht, ne? Wo es hingeht. So, ja. Ja, ich würde sagen, erstmal fang mal. Viel Spaß mit dem Rum. Ja, für die unter euch, die es interessiert, das war jetzt ungefähr, ich denke so 80 Minuten ungefähr. So, mittlerweile, ich glaube, lass mich kurz überlegen, ich würde tippen, wie lange ist das jetzt her? 5 Tage, 3 Tage, 4 Tage? 3, 4 so, ja. Es war noch im letzten Jahr. Sieht das Auto leicht anders aus. Und die Pläne haben sich auch leicht geändert. So schnell geht das hier immer. Eigentlich sollte es ja nur, eigentlich haben wir ja 5 Minuten drüber gequatscht, dass du nur Kleinigkeiten machen willst, ne? Mhm. Jetzt ist es doch anders gekommen. Ja, wie das dann so ist mit Kleinigkeiten. Findet man noch eine Kleinigkeit oder noch eine Kleinigkeit? Erzähl mal. Also genau, eigentlich war der Plan nur den Innenraum zu machen. Dann habe ich die Scheibe rausgenommen und habe da so ein bisschen gesehen, dass es, ja, also das ist, haben halt viele Golf 2, es ist halt ein 30 Jahre altes Auto, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, ja, den Scheibengurt kann man ja hier noch abkleben und mitmachen und so. Ja, und dann kam aber Stück für Stück bei 1, 2, 3 Heineken die Überlegung, inwieweit das noch Sinn macht oder dann doch vielleicht nicht mehr Sinn macht. Ne? Also verschrotten. Genau, dann hat meine Frau schon gehofft, ich hänge es an den Nagel, genau, nein, so ist es nicht. Und dann kam die Botschaft, dass jetzt richtig Gassi gehen wird. Genau, ja, und dann haben wir uns eigentlich intensiver damit beschäftigt, eventuell das Auto nicht ganz zu machen. Man muss dazu sagen, es werden jetzt viele im Kopf schütteln. Du hast schon die ganze Zeit über das Auto eigentlich immer hier und da ein bisschen abgelästert und meintest, das Ding hat 5 Farben, müsste eigentlich komplett lackiert werden und so weiter. Ja, vielleicht gibt es auch Leute, die das Auto mal auf der Messe gesehen haben und das befürworten können. Also es gab schon viele Stellen, die mich genervt haben. Das Auto hat aber auch größtenteils noch Erstlack gehabt. Das darf man nicht vergessen, das ist halt 30 Jahre her. Ne?
Aber es nervt einen, wenn du mal eine Handwäsche machst und dann siehst du halt beim Abwischen hier eine Macke und da eine Macke. Jeder, der so ein bisschen Liebhaber ist, kennt das sicherlich. So, und damit das Ganze halt nicht wieder ein Fass ohne Boden wird, so ist zumindest meine Meinung, wollte Marius eigentlich nur den Innenraum machen. Nun hat er 2, 3 Fotos gepostet und dann hat sich natürlich unser lieber Herr Schwan gemeldet und meinte, Wehmeier, deine Zeit ist zu schade, um das Zeug hier rauszukratzen. In der gleichen Zeit könnt ihr das Ding bei uns einmal ins Bad bringen. Das heißt, leider muss auch dieses Auto jetzt einmal geschwält und ins Bad rein. Also eigentlich war es ja nur noch die Achsen und der Kabelbaum, weil Motor hätte eh rausgesollt, Innenraum war eh leer. Und dann war es eigentlich die Entscheidung relativ einfach. Ja. Kabelbaum wolltest du auch eigentlich eh anders machen, weil mit dem gekleinten Motorraum hättest du ein bisschen anders gelegt, ne? Genau. Plus so. Wir überlegen ja diese, wie heißt das, Power Management Unit, eine PMU. Oder diese PMU einzubauen, ne? Und so. Ja. So das heißt, unterm Strich, ich kann das voll und ganz befürworten, weil das ist jetzt der letzte Step, wo man dann auch mit so einem Auto irgendwann einfach mal, ich sag jetzt mal, abschließt, ne? Weil wenn der jetzt wirklich einmal im Bad war und einmal wieder neu lackiert ist, dann ist A jeglicher Rost weg und der wird nicht wieder rosten. Und wenn man sich sowas anguckt, das wird keiner von euch erwartet haben. Aber wie Marius schon sagt, das ist halt ein 30 Jahre altes Auto. Und da ist halt einfach schon der Zahn der Zeit da. Und ich weiß eh, wie es gekommen wäre. Du hättest hier mit Matten angefangen, hättest dann irgendwann noch in den Radhäusern mitgemacht, Unterboden gemacht und so weiter. Und so ist es halt wirklich einmal nach Welzheim und zurück und das Ding ist blitzeblank. Genau. Ja, wenn man das alles hätte mit der Drahtbürste machen wollen, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das wirklich eine Arbeit ist für eine undankbare Arbeit. Fahren wir mit einem Doppeltrailer, nämlich mal auch nicht. Ja, Doppeltrailer, aber steht anders Auto schon drauf. Nee, dass ich mit dem Auto, dass man mit dem Auto abschließt, habe ich meiner Frau, glaube ich, schon vor 2 Jahren erzählt, aber, nee, aber es ist optisch dann, auch gewichtsmäßig, ist dann, denke ich, Ende, zumindest von der Karosse. Ne? Klar, dann können wir noch viele schöne Carbon-Teile daran bauen, wenn man das will. Aber von der Blechhaut her ist dann, denke ich, hoffentlich Feierabend. Mal Feierabend. Ja. Jetzt muss man auch fairerweise einfach dazu sagen, ich verteidige den Herrn Schwan da immer so ein bisschen. Ich sage, wirtschaftlich macht es auch Sinn, das Ding zu entlacken. Mhm. So, ne? Weil, wenn wir jetzt gar nicht mal von dieser KTL-Nummer ausgehen, weil das KTL ist am Ende das Teure, weil halt einfach die KTL schon so teuer ist. Wenn man so ein Auto jetzt hinbringt und ihm einfach nur sagt, einmal schwelen, einmal entlacken, nimmt er, glaube ich, irgendwas, schlagt mich tot, wenn ich jetzt was Falsches sage, 1.000-2.000 Euro dafür, ne? Mhm. So in dem Bereich. So, jeder, der schon mal selber wirklich an einem Auto geschweißt hat, weiß, was es für ein Drama ist, dieses Auto passend vorzubereiten. Ja, oder du machst halt nicht und es brennt auf einmal am Unterboden und so weiter. Das kommt dazu. Gibt's halt auch, also erstmal wird man es eh niemals so perfekt hinkriegen, wie die Limo da jetzt steht. Das ist schon mal Punkt 1. Das schaffst du in Handarbeit einfach nicht. So, jetzt ist ja bei dem Auto die Sache, da du jetzt ja theoretisch schon einen Rennwagen aufbaust, vermute ich mal, willst du auch alles nachschweißen. Zumindest die Dome so, ja. So, Dome, das heißt, alleine nur um solche Blechüberlappungen hier, bis du hier dran schweißen kannst, da sitzt du ja an jeder Naht eine halbe Stunde. Die wird dann auch noch kacke, weil es kommt immer ein bisschen Zeug von innen durch. Genau, ne? Weil es läuft das Wachs nach und es wird einfach leider kacke werden, das ist so. So, ja. Plus das, was jetzt hier an Rost ist, das ist ja genauso auch überall zwischen den Blechen, von innen ein bisschen und so weiter. Da kommst du ja von hier gar nicht dran. Da hast du ja keine Chance, da kannst du zwar ein bisschen reinstrahlen und so weiter, ne? So, das heißt, unabhängig davon, ob man jetzt am Ende das KTL auch noch ausgibt, wir reden jetzt erstmal nur von dem reinen, weil wir werden es auch so machen, ins Bad, entlack, passiviert, erstmal wieder zurückholen. Ja. So, ja, braucht man sich nichts vormachen. Wie viele Stunden, keine Ahnung, wir setzen jetzt einfach mal deine Arbeitszeit mit 20 Euro die Stunde an. Mhm. So, dann sind das 50, 60, 80 Stunden, die du quasi da hast und in 50, 80 Stunden kriegst du nicht das Ergebnis hin. Nein, niemals. Wie wenn du das blanke Auto rauskriegst. Alleine diese ganze Dichtmasse überall, so an jeder Ecke, alles, das ist einfach. Ja, vor allem, das ist halt kein so ein B5, sondern hier wurde halt noch richtig Vollgas abgedichtet, ne? Also hier sind ja gefühlt Tonnen an Dichtmasse drauf. Wir werden es noch lernen später. Aber und dann auch hammerhart teilweise übers blanke Blech. Hier oben ist übers blanke Blech abgedichtet und so. Ja, das waren halt die 80er Jahre. Ne? So, und das muss man leider, also das habe ich zumindest letztes Jahr gelernt, wenn man sowas, wenn man wirklich so ein Ding wirtschaftlich betreiben will und das Auto einfach so weit zerlegt ist, dann macht es in dem Fall leider absolut Sinn. Wenn ich alleine so sehe, bis hier über Kopf, alles so rausgekratzt ist, bis das alles so blank ist, die ganzen Matten. Vor allem, das sind ja so richtig Kackmatten hier drauf. Das ist ja mehr, das ist, glaube ich, auflackiert. Eine Beschichtung, ne? Ja. Genau, das ist ja mehr so eine Beschichtung, die hier drauf ist. Sieht man hier ganz gut. Wie gesagt, ich habe es vorletztes Jahr, krass, das ist mittlerweile schon vorletztes Jahr, ist bei der Limo ja gemacht, im Innenraum. Es hat, also nur der Innenraum hat garantiert 30 Stunden gedauert.
Und es ist ja nicht ansatzweise so geworden, wie und, es jetzt. Und das war aber auch nur in Anführungsstrichen Eis drauf, tuck, 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 Matte abnehmen. Genau. Das war so. Noch nicht Flex-Drahtbürste, weil da ist so ein Auto hinterher auch innen, da spritzt ja überall gegen und so weiter. Ne? Plus ein, also. Mit Pech ein Span im Auge. Ja. Arme sind eh alle zerfotzt, wo alles drinsteckt. Ne? Ja. Also da kann ich wirklich, wirklich nur sagen, an jeden, der so eine Restauration macht, es lohnt sich aber. Ja. Lohnt sich aber. Wenn man diese blanke, alleine die Motivation, wenn du diese blanke Karosse hier stehen hast, bei solchen Autos, wenn wir jetzt über ein 5 Jahre, also zum Beispiel den Abarth würde ich jetzt auch nicht ins Bad schmeißen. Weil, jetzt sprechen wir uns in 3 Jahren nochmal wieder. Da ist es einfach so, überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass so ein Auto ins Bad kann, ist halt immer eine ganz andere Liga, weil es ist halt jedes Gewinde, es ist jeder Clip, es ist alles weg. Ich fängst halt wirklich von 0 an. Aber hier ist ja nicht viel dran. Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, du willst ja das Auto maximal leicht haben und das kriegst du nur so hin. Weil nur so kriegst du das ganze Zeug da alles raus. Und dann auch solche Sachen, die ganzen Bleche auszubohren. Du siehst halt danach wirklich jeden Schweißpunkt, ne? Ja, das war ein enormer Vorteil bei deinem Auto damals. Ich weiß noch, das Dach rausnehmen. Am lackierten Auto haben wir da, glaube ich, 3 Stunden rumgelockt, damals so, ne? Live oder so. Und das habe ich hier in 20, 30 Minuten rausgenommen gehabt. Deswegen, natürlich, das ist schon natürlich sieht man danach die nackte Wahrheit. Das heißt, alles, was Beule ist, ist dann auch Beule. Und alles, was Rost ist, ist dann halt Loch. So. Dafür ist ja, was ist dann so? Genau, dafür ich meine, ist dann... Ich war jetzt nicht sonderlich schockiert, weil jeder, der so einen Zweier-Golf ein bisschen kennt, das sind normale Sachen. Da die Stelle, die du gezeigt hast, sind zum Beispiel ist leider die Dichtung, die dann rostet, dann geht es auf die Karosse über. Das hat jeder zweite Golf. Der hat schon relativ wenig, weil der Opa, der den vor mir besessen hat, Gott sei Dank wenig im Winter gefahren ist. Aber es, wie gesagt, seit 30 Jahren und die nagen halt. Ne? Naja, aber es haben schon, als wir jetzt neulich wieder mit dem Auspuff da waren, das haben, glaube ich, auch schon recht viele mittlerweile begriffen. Also da standen ja Karossen rum bis der Arzt kommt. Ja, soweit das Auge reicht. Ich warte eigentlich nur darauf, dass er seine Bäder anbaut, dass er da noch mehr reinschmeißen kann. So ungefähr. Ja, so ein mobiles Bad wäre cool noch. Okay, so, bevor wir, vor allem auch so, weißt du, es sind ja überall Matten. Und es sind ja auch... Ja, ich erinnere mich an unser Gespräch, wie ich dir gesagt habe, ja, Matten habe ich fast genau. Aus. Und jetzt gibt es ja auch so Matten, wie welche hier, die hier hinter sind. Ne? Das ist so, bis du die raus hast, sind erstmal 3 Macken im Seitenteil, weil du so versuchst, dran rumzukratzen. Nee. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Idealerweise wolltest du ja eh ein Carbon-Dach machen. Ja, das wird sich noch ergeben. Da gucken wir mal. Das heißt, an mehr Lacken ist es ja eigentlich wirklich nur Seitenteil mit Einstieg. Und das ist jetzt ja wirklich dann, ne? Also alleine als Rostvorsorge musst du es ja theoretisch schon machen. Ja. Weil das wird ja alles auch nicht besser. Ja. Nee, ich hätte da jetzt eh ein paar Sachen schweißen müssen. Na klar, der Rost wird natürlich auch immer mal so dazwischen sein, der auch nach entlangen KDL noch dazwischen ist. Das hat uns der Schwan ja so beigebracht. Schweller hinterher konservieren, mehr kann man nicht machen. Das Auto sieht ja aber auch nie wieder so einen richtigen Winter, wie er früher mal gesehen hat. Ne? Aber wird auf jeden Fall wieder weiß, das Auto? Wird auf jeden Fall wieder weiß. Und wie ich dich kenne, wirst du ihn aber komplett blank lackieren. Da kommt gar nichts mehr drauf. Also ich werde ich weiß ja, bis wohin die Radhausschalen zum Beispiel gehen. Wenn da unten dann noch so eine Endspitze frei ist, da werde ich ein bisschen Steinschlagschutz machen. Mhm. Aber flächig werde ich den von unten nur lackieren. Mhm. Also da wird gar nichts drauf kommen. Es wird natürlich relativ laut werden, aber laut war es eh schon. Also ich würde das Auto dann jetzt schon maximal leicht bauen wollen. Ja, wobei, ich glaube, da wird noch lauter. Weil die Matten sind hier, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ja, plus der Teppich dann raus. Aber jetzt muss man auch sagen, das weiß ich einfach, wenn dieser Innenraum später lackiert ist, weil du wirst eh wieder alle Löcher zumachen und so weiter, mit nur einem Carbon-Sitz da drin stehen, mit den Alcantara-Sachen von Ron, das wird schon... Das wird nochmal eine andere Liga definitiv sein. Also das wird schon ballern. So, okay, ja, bevor wir jetzt wiegen, zufälligerweise haben wir den Wagen heute mit. Vorderachse ist halt auch noch so ein Thema. Die war ja auch in Anführungsstrichen noch komplett original. Genau, das ist eine normale Plusachse. Da hatten wir ja immer so ein bisschen Bauchschmerzen, Querlenker oder so mal selber zu bauen. Jetzt haben wir allerdings ja den Hardcore-Fall mit Arbeit durchgetestet. Das heißt einfach nur Uni-Balz. Dazwischen Vierkantprofil, Rundprofil, wie auch immer, und wieder ein Traggelenk. Mhm. Und nachdem das Selims und unsere, ich sag jetzt mal, Spaßbehandlung auf dem Platz überlegt hat, und das war ja wirklich, wir dachten ja wirklich, es muss einfach auseinanderfallen. Spaßbehandlung vorne. Ist da der falsche Ausdruck, glaube ich. Nachdem es das gehalten hat, kann man doch, glaube ich, ein bisschen Vorsicht, also ein bisschen leichter rangehen, ne? Und das dann am Ende hier auch nochmal selber bauen. Ne? Also es gibt am Markt schon ein paar Sachen. Ich werde da irgendwie optisch, denke ich mal, drauf zurückgreifen und dann überlegen wir uns da selber was genau. Du würdest ja am liebsten auch einen Traction-Bar noch so ein bisschen machen. Genau. Ich hatte halt auch drüber nachgedacht, ob man jetzt aus... Ich hatte so ein paar Gewissensbisse wegen dem Tank, zumindest wegen dem Kraftstofftank. Da hast du ja so ein bisschen auf mich eingeredet. Falls man doch mal einschlägt, ist er halt vorne. Genau. Ich habe halt leider ein Video im Internet gesehen, wo auf einer Viertelmeile auch einer mit dem Tank vorne in die Bande einschlägt.
Bei uns gibt es nicht so viele Events mit einer Bande, aber man weiß ja nie, dein großer Traum ist ja Santa Pottenhauer. Und bevor der überhaupt zum Stillstand kam, hat halt schon alles gebrannt. Ne? Ja, spritzt halt der Platz, wie auch immer. Brauchen wir uns nichts vormachen, ich habe den zwar aus 3 mm gebaut, aber der wird platzen. Nee, der wird aufgehen wie... Und es gibt Überlegungen, dass ich dann vielleicht doch den Tank in den Tunnel baue und dann hätte ich halt Platz für so eine Traction Bar, wie Eugen sie hat am Integra, genau. Plus Lenkgetriebe wird jetzt ja eh das mit Servo raus, ohne Servo rein. Hier sieht man halt einmal die eigentliche Servo. Genau, das waren hier meine selbstgebauten Leitungen auf Dash für diese elektrohydraulische Lenkung. Ist das eigentlich PU oder ist das original? Das ist Klaus von Essen alles, ja. Okay. Wie wir bei meinem Golf 3 auch drin haben. Ja klar, da könnte man vielleicht kleinere Bremse nochmal gucken, weil ich bremse ja eh wenig und das Auto ist viel leichter geworden. Kann man dann nochmal so durchspinnen, ne? Also ich finde es immer wieder krass, man denkt immer gewichtsmäßig geht nichts mehr, aber da gehen schon nochmal. Ja, das Auto war ja noch lange nicht so durchgesponnen wie deins. Du siehst ja auch, wie das aussieht. Das war halt damals so, ich habe das umgebaut, da war ich 20 Jahre alt, ne? Ja. So, da wurde damals nichts gepulvert. Da hast du auch keine Kohle für Pulver gehabt. Das wurde so zusammengebaut und fertig. Das war halt so. Ja. Aber heute bist du halt so alt, dass dich all sowas nervt. Ne? Was wiegt die Achse so wie der komplette? Weiß ich nicht, musst du sie da auf die grauen Dinger legen. Wir können ja erstmal hier alle Wagen anmachen. Jetzt geht nämlich das große Wiegen hier wieder los. Aber die müsste ja irgendwas, keine Ahnung, 40 Kilo haben oder so? Nee, mehr. Mehr? Ja. Ich sage so mit Fahrwerk, Bremse und allem. Also eher, ich hätte jetzt eher gesagt in Richtung 60 Kilo. Okay, Antrieb fällen sie jetzt schon mal raus. Ja, die, schon haben, ein bisschen, die sind auch schon zu Hause. Die haben ein bisschen weniger. Ist auf 0? Ja. 60 Kilo, über 50 sind sie. Boah. Nee, doch, ein bisschen. 77, krass. Fast 77. Okay. Wie 78. Mit der René. Also René ist jetzt nur eine Hand gekürzt. Der René hat nur zwei Finger drauf. Kurz aufgestellt. Mhm. Ja, 77. Die würden wir jetzt natürlich nicht in 30 Kilo bauen, machen wir uns auch nichts vor, aber wenn man vielleicht irgendwo da 5 bis 10 Kilo holt, wäre es ja cool. Wobei es auch immer die Theorie gibt, weniger Gewicht auf der Vorderachse, weniger Traktion, weiß ich halt nicht, wie das so ist. Müssen wir uns dann mal angucken. Ich überlege, was da, ja, das ist halt einfach alles schwer. Das ist alles schwer. Es ist Guss, es gibt halt eine Variante mit anderen Achsschenkeln, also man kann da schon ein bisschen... Ja, aber ich sag mal, 10, 15 Kilo wird man auf jeden Fall holen. 20 Kilo. Plus einfach nochmal besser bauen. Das heißt, besser bauen ist ja hier in dem Bereich, ist ja immer Baustelle mit Antriebswelle, Ölwanne und so weiter. Ne? Genau. Das ist ja immer recht eng. Das heißt, da kann man auf jeden Fall nochmal was rausholen. Achso, ja, stabil. Ne? Ist ja das erste Teil, was definitiv einfach weg kann. Mhm, was genau bei dem Auto definitiv nicht mehr gebraucht wird. Wundert mich eh, dass er noch dran ist. Weil ich mal zuvor war, du kriegst ihn so nicht raus. Mhm. Mhm. Also muss Achse hinten ablassen. Genau. Und jetzt kann man es halt einfach wegbauen. Werden jetzt viele sagen, oh, stabil weg, oh mein Gott. Aber fürs geradeausfahren ist es theoretisch eigentlich besser, weil das ein Feder an der Rad sonst das andere mit hochzieht. Genau. Also du willst ja in dem Moment, wenn es nur... Es kann natürlich sein, dass auf einmal das eine Rad mehr Traktion als das andere bekommt und das Auto somit natürlich ein bisschen links oder rechts fahren will. Aber dafür hast du halt das Maximum an Traktion. Ich habe es aber... Ich habe es in alten Zeiten mal getestet, ich habe es nicht gemerkt. Also ich habe die Koppelstangen mal einfach abgemacht. Abgemacht. Ich bin auch der Meinung, weil du darfst ja nie vergessen, wir fahren ja nicht über so eine Piste. Ne? Die ist ja schon... einigermaßen gleich. Ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auf der Viertelmeile Autos, auf der Viertelmeile werden da alle ohne Stabilisation alles fahren. Der wird ja allein bestimmt 2-3 Kilo haben, ne? Nee, der stabil. Ich würde sagen, jetzt wo wir eh schon mal dabei sind, können wir die Hinterachse passend auch noch winken. Aber es wird auch wieder ein spannender Winter. Ja. Ich weiß auch, wie wir Weihnachten gesessen haben beim Glühwein und gesagt haben, macht der Winter wird doch dieses Jahr. Der wird doch wieder ganz entspannt hier. Ja, wir machen richtig was für die Wissenschaft hier. Dann weiß jeder danach, was das Golfzeug wiegt. Ja, hast du gut geschätzt gestern. 39. Ja. Hinterachse 40. Da ist halt das Krasse, da gibt es halt Viertelmeile-Autos, wo ich sage, wo die Hinterachse keine 20 Kilometer mehr. Weil die Hinterachse beim Frontantrieb macht halt wirklich gar nichts mehr. Das heißt, die machen da wirklich nur... Die haben so Besenstiel da drin und fertig. Kleines Gestell und fertig. So, okay, 77, 39. Mhm, doppelte vorne. Passt aber auch optisch irgendwie, ne? Weil ist halt schon deutlich mehr. Viel dran, ja. So, okay, jetzt der spannende Moment. Jetzt kommt das Auto drauf. Was schätzt du, Philipp? Was kostet was liegt die Karosse? Kostet tut's aktuell gar nichts. Das Gute ist ja, es ist wirklich alles ab. So, wir hatten in dem ähnlichen Zustand Limo. Jetzt muss ich wieder rechnen. Dieses Mal, wir haben damals dummerweise immer mit Gestell. Dieses Mal machen wir es ohne Gestell. Limo-Karosse, 278 Kilo. Minus Gestell, das heißt die Limo-Karosse hat in dem Zustand, das heißt komplett mit Unterbodenschutz alles abgebaut, was man abbauen konnte, 250 Kilo ungefähr. Also ich werde das Gestell, wenn es nachher gebaut ist, nochmal wiegen, dass wir das hier mal viel genau wissen. Bescheid wissen. Aber jetzt können wir erstmal... Und
dieser Carbon-Deckel ist ja noch drin von Art, den habe ich noch nicht rausgekriegt. Ja, aber das ist ein Kilo, dafür hast du. Ich glaube, der hat nicht mal ein Kilo. Dafür also, hast du Heckblech ein bisschen weggeschnitten. Genau, also das ist. Das wird nicht der Rede wert sein. Was sagst du, Marius? Also, weiß es nicht. Also eigentlich muss das Auto leichter sein. Deutlich leichter. So, ne? Weil die ja. Limo Corse, da ist gerade so hinten um die Radhäuser, da ist schon deutlich mehr Blech dran. Ne? Ist ja auch länger und so weiter. Also eigentlich müsste, sage ich, irgendwas 200, 220 Kilo. Ich sag 190. Man kann es so schön einfach anheben, aber das konnten wir den Audi auch. Und ist dabei ein Unterschied, ob ich hier nur mal so anhebe? Ja, auf die Flips oder mit genau. Sollte sie schwerer sein als der Audi, Feuerwehr direkt nach Hause. Also die Waage, das hat sich definitiv dieses Jahr gelohnt, ne? Was wir damit schon durchgewogen haben, alles. Das geht schon. Geil ist, wie tropft hier aus dem Träger dieselbe raus? Ja, das kann sein, dass mir da gestern was reingelaufen ist. Geil. Beim Abklären. Ich will mal sagen. Also du sagst 190. Ich sag 190, ja. Was sagst du? Ich hätte schon so 220 geschätzt. Ich hätte auch 220 ungefähr gesagt. 220, 240. Was machen wir mit den 350er? Ja, so viel. Direkt von hier. Es ist auch nicht so viel Zeugs drauf. Bei dem Auto wird halt wirklich interessant, was nach mit Lacken wiegt, weil wir hier immerhin schon alle, wobei wir hatten bei mir auch alle Matten und so noch drin. Ja, lass einfach mal runter gucken. Das ist unser neuer E1 Unterstellbock übrigens. Schön, mal. Er lacht schon. Nee, aber ist doch gut leicht. 196. Ja. Hätte René noch alleine tragen können. Müsste doch kein Gestellbord. Hätte man wetten sollen. 196. Also genau die Mischung. Ne? 220, 180. Ich hab's gemerkt, als ich hinten den Arsch angehoben habe. Hast du gemerkt, so 192 ist so. Lange Hantel machst du sonst immer 180. Kommt gut hin. Ne, 196. Das heißt, realistisch, wenn sie aus dem Bad kommt, muss sie eigentlich irgendwas 180 haben. Aber da ist es halt auch wieder? Nee. Glaube nicht. Dass so viel abgeht? Ja. Das wollte ich gerade sagen. Manche Leute denken ja wirklich, also mich haben wirklich reihenweise Leute angeschrieben, die dann der Meinung sind, sie hätten 30, 40 Kilo aus dem Auto rausgeholt. Ne? Mhm. Das ist halt einfach Quatsch, weil wenn ihr euch überlegt, guck mal, das ganze Auto wiegt jetzt 196, da kriegst du ja keine 30 Kilo raus. Nee. Da ist ja nichts mehr überbald. Ne? So, das ist einfach... Na gut, der Lack wird auch ein bisschen wiegen, ne? Genau, vor allem, ja, es sind ja schon an einigen Stellen mehrere Schichten bei dir drauf. Genau, ne? Ja, aber mein Lackierer hat mir auch schon gesagt, dass er so irgendwas um 10 Kilo wieder rauflackieren wird. Mhm. Zwischen 7 und 10 Kilo. Ich weiß nicht, ob er das schon mit Unterboden meinte, aber so bei dem damaligen Plan. Ein bisschen Wachs, dies, das, jenes. Ein bisschen Wachs, bisschen Dämmmatten, aber du weißt ja, dann ist ein Stück Dämmmatte raus und es hat dann irgendwie so 50 Gramm gefüllt. Oder, also ich oder sag mal 180. 180 wird wahrscheinlich ein reeller Wert sein, den man schaffen könnte. Ja, so, weiter auf die Technik brauchen wir gar nicht eingehen. Es ist zwar eigentlich im Video nichts passiert, doch wiederum jede Menge passiert. Ja, Motor machen wir separat. Ne? Ja, das kommt später. Motor gucken wir mal rein, den wollen wir revidieren und so weiter. Du... Möchtest du jetzt noch ein Gestell bauen? Genau, jetzt müssen wir eine Rollbar machen und dann... Das heißt, gleiche Prozedere wie immer. Einfach ein bisschen Vierkant. Zwei Stangen drunter, genau. Zwei Stangen drunter, Rollen drunter, damit das Ding dann nämlich... Hoffentlich zeitnah. ...gerollt werden kann und am besten nächste Woche schon zu Schwang geht. Mhm. Dann muss ich ihn noch anbetteln. So, weiter geht's.